So Leute, ich sitze hier zu Hause an meinem Computer, ja, und bin gerade dabei, diese Podcasts zusammenzuschneiden. Die wurden ja lange angekündigt, diese Retro-Podcasts. Da habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, noch schnell ein eigenes Intro hier schnell aufzunehmen. Ja, es ist ein bisschen Arbeit, deswegen dauert es ein bisschen. Ich schneide jetzt gerade den ersten, dann werden natürlich noch mehrere Folgen. Bei den Podcasts werdet ihr so ein bisschen sehen, wie wir im Studio waren früher, wie wir früher ausgesehen haben natürlich. Und während wir unser Album unbeschreiblich aufgenommen haben und zwischendrin so ein bisschen, was wir so alles machen, was wir so machen, wenn wir ein bisschen frei haben. Ja, ich bin jetzt gerade dabei, die zu schneiden. Ich werde jetzt nicht zu viel verraten, deswegen würde ich sagen, schaut euch einfach an. Wie viele es genau werden, weiß ich nicht. Ich habe ein paar Kassetten voll mit Material. So ein bisschen was habt ihr ja schon bei dem letzten Marschvideo gesehen. Ich habe ein paar Szenen dafür verwendet. Und die anderen werdet ihr jetzt alle im Podcast sehen. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig, das glaube ich nicht. Bei uns gibt es immer was zu lachen. Und wie gesagt, ich mache mich jetzt mal an die Arbeit, damit ihr nicht zu lange warten müsst. Ne? Also, viel Spaß beim Podcast gucken. Hier kommt Teil 1 und der Rest kommt auch noch. Tschüss. Okay. Es ist der 2. November, erster Tag, Album Rap Soul Aufnahme. Wir fahren ins Studio, um hier die Beats von meinem PC rüberzubringen auf den PC von den Nachtwandler-Jungs. Jan hat gerade einen Softdrink gewonnen bei McDonald's. Wir stehen hier auf dem Parkplatz von McDonald's, Behindertenparkplatz, ganz kurz. Sieht man, glaube ich. Da habe ich drauf geparkt wegen dem Jan. Wenn ich den Jan dabei habe, darf ich da parken, deswegen. CJ ist nicht dabei, weil der in Aschaffenburg ist. Wie gesagt, wir machen erstmal nur die Beats fit. Und wir fahren jetzt ins Studio von Nachtwandlern, checken, dass wir die Beats darüber bekommen. Ich muss morgen früh um 11 arbeiten. Ich hoffe, die Nacht wird nicht so lang. Und ich würde sagen, wir melden uns zurück, wenn wir im Studio sind, ne? Tschö. So, 0:42 Uhr, wir sind fertig. Der Jan hat richtig hart gearbeitet heute, viel geraucht, getrunken und sich mit dem John unterhalten. Und wir haben 5 Beats jetzt fertig gemacht. Jetzt fahren wir nach Hause. Nächste Woche geht's los. Ja, wie gesagt, also, ich glaube, nächste Woche fangen wir an aufzunehmen. Ja. Die ersten 5 Tracks. Schauen wir mal, was sehr gut. Die Jungs sind sehr cool, ganz ehrlich. Da geht was. Ich glaube auch. Money's fresh in our ass, Alter. Was hast du? Also definitiv steht eins fest. Die Heimfahrt wird ein bisschen gefährlich, weil, wie wir das immer so machen, haben wir oben ein bisschen Whisky getrunken. Vom Plus. Aha. Ja. Wo kommt das her? Nicht aus meinem Auto. Wir haben Dings, wir haben Whisky getrunken oben. Wie das so zum harten Arbeiten dazu gehört, ich glaube, ich habe so 2-3 Mischungen getrunken. Und ich habe es auf jeden Fall gemerkt und jetzt müssen wir fahren noch. Also wenn es irgendwann die Polizei sieht, das Video, ihr kriegt uns nicht. Yo, 3. November, 20:04 Uhr, hab grad Feierabend, war ein beschissener Tag, aber egal, der Job ist für den Arsch, aber ich muss ihn machen, weil ich Kohle brauche. Ich filme gerade während der Fahrt, das kann man glaube ich nicht sehen, aber ich werde es gleich nochmal demonstrieren. Bin jetzt auf dem Weg zum Jan. Wir holen Jan ab, wir haben dann unseren 2. Tag im Studio, gestern wie gesagt alle Beats rübergebracht und so. Ich glaube die Mucke ist ein bisschen laut, warte mal.
Also alle Beats rübergebracht. Gestern haben wir das schon gemacht, heute geht's weiter. Wenn der Jan gut gearbeitet hat, dann hat er alle A Cappellas fit gemacht. Und dann basteln wir heute die Songs komplett nach. Und dann denke ich mal, geht's ab nächste Woche los mit Aufnehmen. Mal gespannt, wie lange es dauert. Ich habe nicht so Bock, so lange zu machen, weil ich echt müde bin. Schauen wir mal, ob der Jan gut gearbeitet hat. Wenn der Jan das gut gemacht hat, dann geht es schon schnell. Aber nur mal zum Beweis, nochmal, dass ich während der Fahrt filme. Achtung. Ja, da geht was. Mal kurz mal ein bisschen Gas geben so. Und pervers, ne? Okay, bin jetzt in Rödelheim. Ups, bin fast so einen kleinen Mensch überfahren. Bin in Rödelheim jetzt und hol jetzt das Dreckskind ab. Ne? Tschö. Profi. Du musst eigentlich was sagen kurz jetzt. Ja, herzlich willkommen. Hast nichts zu sagen? Ja, also außer herzlich willkommen fällt mir gerade nicht so viel ein. Wir haben gerade hier den ganzen Müll weggeräumt, damit ihr seht, wie schrecklich professionell wir sind. Wo ist der Müll gewesen? Da auf dem Stuhl. Der ist weg, okay. Ja, gut. Wie ist es gemacht? Sehr gut. Gut. Hallo? Hallo, ich habe auch den ganzen Tag so einen Film geschnitten. Macht riesen Spaß, muss ich dann den ganzen Müll angucken vorher. Du hast heute schon einen Film geschnitten? Ja, und unserem Tour-Tagebuch. Oh ja, habt ihr auch? Ja. Ich sehe schon so ein bisschen, gerade. Du darfst jetzt was sagen. Du musst Tschüss sagen eigentlich. Tschüss, wir gehen jetzt bei dir.